Dann würde ich sagen, starten wir. Ja, wir haben uns ja überlegt, dass wir das so ein bisschen gesprächsartig aufziehen. Ich glaube, dass dann auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer an den anderen Endgeräten interessanter. Und genau, starten würde ich erstmal mit der Frage, ja, wir haben den Titel Gefühlserbschaft und transgenerationelle Weitergabe. Was kann man sich darunter eigentlich erstmal vorstellen? Ja, Gefühlserbschaft ist eigentlich nur einmal, beziehungsweise zweimal im Werk von Sigmund Freud auftaucht. In dem Sinne, in dem er für unsere Fragestellung Bedeutung hat, ist er nur in Totem und Tabu ganz am Ende erwähnt und in einem sehr eigentlich plastischen Zusammenhang, in dem deutlich wird, dass Freud durchaus eine Ahnung davon hatte, dass es zwischen den Generationen etwas gibt, was weitervermittelt wird. Übrigens ein Wissen, das ja auch frühere Generationen hatten. Also wir finden ja diese Aussage im Alten oder im sogenannten Ersten Testament, dass etwas weitergeht bis ins dritte und vierte Glied, dort noch als Strafe gedacht. Mhm. Bei Freud taucht es auf in dem Sinne, dass er sagt, es gibt eine positive Form der Weitergabe, die wird bewusst vorgenommen. Ne? Also was du ererbst von deinen Vätern, erwirbst, um es zu besitzen, nimmt er auf Goethe Bezug. Und dann macht er ganz unvermittelt den Sprung hin zu den unbewussten Weitergaben, wo er sagt, jede Generation habe auch etwas, was sie gern vor den anderen verbergen möchte. Das gelinge ihr aber nicht, weil die nächste Generation über denselben psychischen Apparat verfügt und darum das, was verschlüsselt weitergegeben wird, also es geht davon aus, dass es gar nicht gelingt, es nicht weiterzugeben, sondern da eine Verschlüsselung stattfindet und dass die nächste Generation in der Lage sei, das wieder zu entschlüsseln. Das ist sozusagen, da merkt man schon, dass er auch von seinen sehr sensiblen Beobachtungen her und Erkenntnissen über psychische Übertragungsprozesse, Projektionsprozesse etc. Aber vor allem die Übertragung, Gegenübertragung spielt da sicherlich eine ganz wichtige Rolle in dem, was er da als psychischen Apparat bezeichnet. Wobei übrigens die Art und Weise, wie er diese Gefühlsübertragung oder Gefühlserbschaft beschreibt, kann man eigentlich an die damaligen technischen Apparate, nämlich ein Morseapparat oder ein Telefongerät denken. Transgenerationale Weitergabe. Natürlich haben wir inzwischen sehr viel mehr systematische Erkenntnisse. Er hat sich nie dann systematisch weiter mit der Frage beschäftigt. Die eigentlichen Erkenntnisse, wobei es, wie gesagt, in früheren Generationen so etwas auch gab und auch Ahnungen davon, aber eben die Wissenschaft der Psychologie ist ja an sich relativ jung und die Psychoanalyse jetzt 120 Jahre alt. Man hat eigentlich erst dadurch, dass durch den Holocaust es eine so große Anzahl von Menschen gab, nämlich die Nachkommen der sogenannten ersten Generation der Überlebenden, wobei das sowohl die Erwachsenen sein konnten, wie auch die Child Survivors. Und das hat ja natürlich, ne, die wurden 45 befreit, die mussten sich erstmal erholen, die haben dann aber relativ schnell viele versucht, wieder eine Familie zu haben, das Leben fortzusetzen, das hinter sich zu lassen, was sie an Schrecklichem erlebt haben. Das heißt, das sind die Geburtsjahrgänge der Nachkommen. Das fängt mit den 50er Jahren, also späte 40er oder 50er Jahre an. Die mussten natürlich erst mal 20 bis 25 Jahre alt sein, bevor sie dann merken, dass sie immer wieder Schwierigkeiten haben oder eigentlich ihr ganzes Leben hindurch das Gefühl hatten, da ist etwas sehr Belastendes, da ist etwas sehr Schweres in der Familie. Da gab es zum Beispiel Väter, die verboten haben, dass man lacht. Ja, was gibt es hier zu lachen? Es gibt nichts zu lachen. Oder die einfach ganz verschlossen waren, die keine Emotionen, keine Freude teilen konnten. Tiefe Gefühle von Traurigkeit. Es gab manchmal auch das Gegenteil. Also es war nicht immer nur das Schweigen. Es gab teilweise auch Eltern, die so schwer traumatisiert waren, dass sie im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung fragmentartig bestimmte Szenen immer wieder erzählt haben. Aber daraus konnten sich die Kinder, das hat natürlich Bilder erzeugt in deren Fantasien, aber keine zusammenhängende Geschichte, kein Narrativ, weil diese Traumatisierung nicht verarbeitet werden konnte. Und das haben die alles in sich aufgenommen, waren damit vor allem belastet und haben versucht, für sich dazu eine Lösung zu finden, also sich damit auseinanderzusetzen. Sie mussten es blieb ihnen eigentlich nichts anderes übrig. Wir haben in vielen dieser Familien von den Nachkommen die Schilderung, dass sie eigentlich in einer Art Parentifizierung waren. Das heißt, sehr viel Fürsorge für ihre Eltern aufbringen mussten, also Verständnis, liebevolle Gefühle, wussten, wo die Eltern extrem empfindlich sind, Ängste haben, was sie also vermeiden müssen. Zum Teil wurden sie sehr streng behütet, durften also nicht mit anderen Kindern, schon gar nicht mit Deutschen spielen. Also die Ängste haben sich über Jahrzehnte bei den Eltern weiter erhalten und das Leben dieser Kinder sehr stark geprägt. Ja, Sie haben ja schon so ein bisschen auch dargestellt, wie das denn vonstatten geht, ja, dass Eltern entweder stark schweigen oder ja, durch diese Traumatisierung viel erzählen. Vielleicht auch nochmal jetzt, wenn man sich mit der Psychoanalyse noch nicht so auseinandergesetzt hat, wie kann uns das vorstellen, wie so was denn unbewusst quasi weitergegeben wird? Ja, wenn wir von einer transgenerationalen Weitergabe sprechen, wie können wir das vielleicht so ein bisschen plastischer nochmal darstellen? Ja, das mache ich gerne. Das beginnt eigentlich mit dem ersten Lebenstag eines Kindes. Ja? Wir müssen davon ausgehen, ein Kind, gerade je kleiner es ist, desto mehr ist es sozusagen ununterbrochen in dem emotionalen, atmosphärischen Milieu seiner Eltern. Da können noch Geschwister dabei sein oder auch nicht, aber sie bekommen von Anfang an sehr viel, also alles mit. Und gerade ein Säugling, der sehr angewiesen ist darauf, dass man auf ihn eingeht, dass er die Erwachsenen erreicht, damit sie sich um ihn kümmern, reagiert sehr sensibel auf die emotionalen Echos, weil er darüber ja, also in der normalen Entwicklungspsychologie ist es so, das Kind erfährt sich durch die Spiegelung anderen, bekommt Resonanz. Wenn nun zum Beispiel eine Mutter, die ein schweres Trauma hatte, egal ob jetzt Holocaust oder irgendein anderes schweres Trauma, dann kann sein, dass sie das Kind anschaut und dabei plötzlich sich an etwas erinnert, was sehr schrecklich ist, zum Beispiel die Ermordung eines anderen Kindes. Und dann das Kind plötzlich, wie durch das Kind hindurchschaut, traurig schaut. Das Kind nimmt das wahr, aber kann es ja nicht verstehen, sondern bezieht es auf sich, nimmt das, als ob das ein Spiegel seiner selbst wäre, entwickelt in sich selbst so etwas wie eine eigene Resonanz. Wir können uns das ein bisschen, da hilft uns die Neurologie auch ein bisschen. Da sind von Anfang an auch die Spiegelhormone mit im Spiel, sodass das Kind, wenn es durch einen traurigen oder einen zornigen Blick empfängt, in sich erstmal vielleicht eine Art Erschrecken hat, ein Staunen und dann etwas von dieser Traurigkeit in sich entwickelt. Es kommen ja dann, das ist natürlich nicht nur eine Frage des Blicks, dass, wenn wir jetzt so die Entwicklung von Kindern weiterverfolgen, das Kind bekommt zum Beispiel mit, dass die Eltern, wenn bestimmte Dinge im Fernsehen kommen, sie hinrennen, schnell ausmachen, oder heute hat man eine Fernbedienung natürlich, weil da vielleicht Nachrichten kommen, da könnte etwas über Krieg oder über Lager oder sonst irgendetwas auftauchen. Das Kind bekommt körperliche Reaktionen, Gesten, Mimik mit. Das ist ja, wir sind ja ein Gesamtgebilde als Mensch. Ja? Also wir können zum Beispiel nicht freundlich sprechen, wenn wir Angst haben. Dann haben wir Angst in der Stimme, Angst in der Muskulatur, Angst in der Mimik. Das heißt, es ist die Gesamterscheinung. Und die kommt im Kind an und erzeugt in ihm Bilder und auch Fragen im Sinne von, was ist meine Schuld daran? Weil das Kind, je kleiner es ist, desto mehr sich selbst als Ursache dieser Emotionen interpretiert oder wahrnimmt. Wobei wir vergessen immer, dass ein Säugling das noch nicht in Begriffen denken kann, sondern wirklich mit Gefühlen, mit körperlichen Spannungen darauf reagiert. Und das heißt, das sind auch, diese Erbschaften sind auch so dauerhaft, auch wenn sie später vielleicht kognitiv be- und verarbeitet werden können in Therapien. Ein Teil bleibt immer, weil es immer einen Teil davon gibt, der gar nicht erinnert werden kann, also nicht symbolisiert, nicht versprachlicht werden kann. Und das auch nochmal so ein bisschen versucht, in diesem einsteigenden Niveau, das ist dann quasi das, was man sagt, was sich eigentlich immer aufdrängt, unbewusst, aber was man ja gar nicht, worüber man gar nicht erzählen kann, worüber man ja gar nicht das ja, versprachlichen kann, haben Sie ja gesagt. Ja. Ich mache sowas, man kann das sehr gut verdeutlichen an dem Roman Ein Geheimnis von dem französischen Autor Philippe Grimbert. der ja auch aus einer jüdischen Familie stammte, also die eigentlich Grünberg hieß, sich dann einen französischen Namen zugelegt hat und eben nach den Kriegserfahrungen, nach der Verfolgung, nach der Tötung der ersten Frau des, also der vermutlichen Ermordung der ersten Frau und des ersten Sohnes des Vaters dieses Schriftstellers, dann sich eben einen altfranzösischen Namen zugelegt hat, versucht hat, auch dem Kind gar nicht darüber etwas zu sagen, dass es eine jüdische Abstammung hat. Ja? Es wurde immer gesagt, nein, nein, ist ein Grimbert ist ein ganz alter französischer Name und so weiter. Also sehr viel Ängste auch nach dem Krieg, vor dem Antisemitismus, dass er wieder auflebt. Und wir sehen ja, dass er europaweit wieder sehr aktiv ist durch verschiedene Einflüsse. Und bei Grimbert ist es ja so, dass er als etwa 4-, 5-jähriges Kind irgendwann mit seiner Mutter auf den Dachboden geht und dort zufällig in einer Kiste ein kleines Plüschtier entdeckt. Ja? Und dieses Plüschtier, das Hündchen an sich nimmt und ihm einen Namen gibt. Ja? Er nennt ihn Sim im Roman. Ich weiß von einer Kollegin aus Hamburg, die eine Lesung mit dem Autor erlebt hat dort. Da gab er dann im Gespräch zu, er hat ihn nicht Sim, sondern Simon genannt. Und Simon, das hat er dann viel später erfahren, war tatsächlich der Name seines Bruders, von dem ihm aber die Eltern nie etwas erzählt haben. Und trotzdem hatte er auch, noch bevor er dieses Hündchen gefunden hatte, fing er an als Kind, Kinder fangen ja an zu fantasieren, zu spielen. Das heißt, irgendwann begann all das, was er schon aufgesaugt hatte an unverstehbaren Informationen, sich in ihm in Bilder umzusetzen. Und er fing an zu fantasieren als Kind, er habe einen älteren Bruder und bestand darauf, dass dem gedeckt wird, dass dem auch zuerst eingegossen wird. Und das hätte ja eine Woche, vielleicht hätten die Eltern das ja noch achselzuckend hingenommen, aber es hat sich sehr viel länger hingezogen. Und wenn man dann sich fragt, wie kommt es, dass er diese Fantasie hat? Wie kommt es, dass er dem Plüschtier genau diesen Namen gab? Da können wir uns zum Beispiel vorstellen, dass als er ein Säugling war, die Eltern vielleicht den Namen noch ausgesprochen haben, weil sie dachten, bei dem Kind kommt da ja nichts, das Kind versteht ja noch nichts. Hat er ja auch nicht, er wusste ja nicht, das ist ein Name, aber es war ein Laut. Ja? Ein Laut, der vielleicht deshalb sich ihm eingeprägt hat, weil er mit einer besonderen Emotionalität bei den Eltern, vor allem beim Vater, verbunden war. Vielleicht hat der Vater diesen Namen irgendwo gehört oder ausgesprochen und begann zu weinen. Oder wir können uns vorstellen, er nimmt seinen kleinen Sohn mit, den Philipp, und jemand anderes stellt ihm eine andere Person vor und sagt Simon, und der Vater verkrampft sich. Ja? Das sind die Signale, so können wir uns das vorstellen, wie so eine Nachricht weitergegeben wird. Und auch damit schon versucht wird, also bei Grimbert sehen wir, wie das Kind schon anfängt, diese rätselhaften Botschaften, die es nicht versteht, dafür eine Lösung des Rätsels zu finden, damit umzugehen und es zu und verarbeiten. Das würde ja nochmal auch zu der Frage führen, wie das bei den Kindern, bei den Nachfahren auch erfahrbar wird. Ja? Wir haben vorhin ja schon gesagt, ne, wir haben diese rätselhaften Botschaften als Kind. Das heißt, das Kind kann damit erstmal gar nichts anfangen. Und vorhin, ich glaube, man muss es jetzt ja nicht auf eine Zeit festlegen, aber da haben wir gesagt, wenn das Kind so 25 Jahre alt ist, also die Nachfahren 25 Jahre alt, dann kommt das. Wie können wir uns das vorstellen? Also wie wird sowas dann erfahrbar? Wie merkt man, irgendwas ist, also ist das, wie kann man so ein Gefühl vielleicht beschreiben? Ich denke, erfahrbar wird es mit der Pubertät. Ja? Wobei in der Pubertätsphase, da passieren so viele Umbrüche, da entstehen in der Regel auch erstmal Selbstzweifel, aber da entstehen ja auch die ersten Konflikte mit den Eltern. Jetzt gerade bei Nachfahren von Holocaust-Überlebenden ist sehr verbreitet die Erfahrung, dass wenn sie mit den Eltern in irgendeinen Konflikt kamen oder ja, also zum Beispiel einfach mal ausgehen wollten, anfingen sich für andere Menschen zu interessieren oder auch mal jetzt kognitiv in der Lage waren, etwas zu hinterfragen, was die Eltern mitteilen oder nicht mitteilen, dann haben sie gemerkt, dass das ganz schwierig ist, dass zum Beispiel die Eltern sehr ängstlich auf alle Ablösungsprozesse reagiert haben, die in diesem Alter normal sind. Dass also sie sehr viel vorsichtiger sein mussten, um nicht zum Beispiel einen Weinkrampf oder massive Ängste oder so etwas zu erleben. Und sie haben auch diese Belastungen schon irgendwie gespürt und natürlich dann auch schon sich begonnen zu fragen, was hat das mit meinen Eltern zu tun, die Eltern vielleicht auch kritischer gesehen, weil ab einem bestimmten Alter, und zwar schon im späten Schulkindalter, also Schulkindalter, beginnen Kinder ja, Erwachsene auch miteinander zu vergleichen und finden vielleicht auch mal den Lehrer oder die Lehrerin toller oder die Eltern von anderen Schulkindern und merken, dass die eigenen Eltern nicht einzigartig und die idealisierten Menschen sind, für die sie als kleines Kind gehalten wurden. Also sie werden ja auch ein Stück weit entidealisiert, in Frage gestellt. Und dann, ja, dann werden die Konflikte sehr schwierig. 25 habe ich deshalb genannt, das ist ungefähr das Alter, in dem jemand sich dann entscheidet, wenn er nicht vorher schon gravierende psychische Belastungen hatte, von sich aus in eine Therapie zu gehen. Ja? Wir wissen natürlich, dass es auch Kinder- und Jugendtherapien geben kann. Die kommen aber dann auf meistens, wenn sehr schwere Zerwürfnisse in der Familie noch auftauchen, wenn vielleicht eine schwere Depression der Mutter da ist, dann kann sein, dass die Kinder schon sehr frühzeitig Symptome zeigen und dann vielleicht auch schon dann eine Therapie haben. Aber als Erwachsene gehen sie dann nach dem 20. Lebensjahr ungefähr, ne, zwischen 20 oder 30 in Therapie, oder dass sie dann vielleicht erst selber eine Familie gründen, aber irgendwann merken, dass sich bestimmte Konflikte wiederholen, weil sie aus diesen Mustern sich nicht befreien können. Ja. Und das muss übrigens nicht heißen, dass jetzt alle Nachkommen eine psychische Störung entwickeln. Ja, transgenerationale Weitergabe heißt, dass da eine Belastung entsteht, dass eine Verstrickung mit den Eltern entsteht, die massiver ist als bei einer Lebensentwicklung von Kindern und Jugendlichen, die, sag mal, psychisch normal gesunde Eltern haben. Problem in Deutschland ist dann eher, dass wenn man eine Therapie bezahlt bekommen möchte, braucht man eine Diagnose, und die wird dann natürlich auch gestellt. Und dadurch entsteht sowas wie ein Krankheitscharakter. Aber es ist eigentlich, ohnehin sind ja die ganzen Verarbeitungsprozesse, haben eigentlich nichts mit Krankheit zu tun, sondern sind eher vernünftige oder ja, psychisch gesunde Reaktionen auf eine starke Belastung. Deshalb wird ja auch im Zusammenhang mit solchen transgenerationalen Prozessen auch viel jetzt untersucht, inwieweit es sich hier um auch eine Stärkung der Resilienz handeln kann. Es ist häufig beides. Ja? Also diese Nachkommen haben oft über ihre ganze Lebenszeit gelernt, mit den Schwierigkeiten dieser Eltern umzugehen, haben dadurch oft eine ganz besonders hohe Sensibilität für bestimmte Prozesse, sind allerdings, das hat die Forschung gezeigt, leichter irritierbar und leichter, auch wenn sie selber dann noch schwere Belastungen aus ihrer eigenen Geschichte dann entwickeln, also Ehekrisen oder Verlust eines nahen Menschen, dann entstehen eher Belastungsstörungen. Dann zeigen sich unter Umständen die hohen Belastungen in den Reaktionen. Sie haben jetzt auch ein bisschen über die Forschung gesprochen. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen eingeschoben, wie erforscht man denn die transgenerationelle Weitergabe? Auch, vielleicht auch aus Ihrer Forschungspraxis, wie kommt man denn da zu Ergebnissen? Ja, wir haben natürlich diese theoretische Ebene auf der einen Seite, aber auch da, also ich glaube, da gibt es ja auch sehr interessante Einblicke eigentlich, wie man da überhaupt weiterkommt, was die Forschung angeht. Ja, es sind, glaube ich, zwei Hauptstränge. Ich hoffe, ich vergesse keinen, aber ich würde erst mal sagen zwei. Ich denke, die wichtigste Quelle waren tatsächlich psychoanalytische Therapien. Die waren es, weil sie durch ihr eigenes Instrumentarium, durch die Arbeit am Unbewussten und mit dem Unbewussten und die Kenntnis von Übertragungsprozessen an diese Dinge herankamen. Wobei das natürlich auch eine Frage ein Stück weit der Generation der Psychotherapeuten und Therapeutinnen oder Analytikerinnen und Analytiker besser war. Es war zum Teil so, dass die selbst noch, wenn sie selber noch Nachkommen von belasteten Eltern waren, Holocaust-Überlebenden, das Thema unter Umständen erstmal auch gemieden haben. Andererseits aber selbst auch bei sich gespürt haben, dass das eine sehr schwere Geschichte sein kann, darum auch sensibilisiert dafür waren. Das heißt, gerade Psychoanalytikerinnen aus jüdischen Familien mit Überlebenshintergrund waren mit die ersten. Ja? Wenn man an Judith Kestenberg denkt, an Kernberg auch, Kestenberg, jetzt habe ich mich gerade verheddert. Kernberg hat jetzt zu diesem Thema nicht so viel geforscht. Bettelheim, ja, natürlich. dann Dori Laub natürlich, Ilani Kogan, ja, um ein paar Namen zu nennen, die alle selbst davon betroffen waren und deshalb auch bei ihren Patientinnen und Patienten dafür offene Türen hatten, eine Ahnung hatten und wussten, wovon sie sprechen. Und schwieriger war es natürlich für Patienten, die in Deutschland zu eben nicht-jüdischen Analytikern gingen, die zum Teil erstmal dieses Thema gar nicht an sich herankommen lassen konnten. Aber auch das in der Ausbildung damals noch gar keine Rolle gespielt. Also es ist wirklich da ist es auch eine Generationenentwicklung, dass wir sehen, heute gibt es dafür Erkenntnisse, gibt es Auseinandersetzungen, gerade die Psyche, die Zeitschrift Psyche hat ja sehr viel dazu veröffentlicht. Aber auch, um jetzt das nicht zu ausführlich zu machen, also einer der wichtigsten Stränge sind sozusagen die Sammlung von Erkenntnissen aus Psychotherapien. Das sind einzelne Analytiker gewesen, die aus ihren vielen einzelnen Therapien etwas zusammengetragen haben. Wenn man das wieder zusammenträgt, bekommt man einen noch weiteren Überblick. Hinzu kommen dann natürlich autobiografische Berichte, die zum Teil in Romanform, wie zum Beispiel bei Grimbert, oder in Deutschland haben wir Viola Rockenkamp, die als Autorin sich mit ihrem Aufwachsen in Hamburg als Kind einer jüdischen Mutter und eines nicht-jüdischen Vaters auseinandersetzt und all diesen Faktoren. Das kann man alles zusammenziehen. Und dann ist natürlich entscheidend, den theoretischen Zugang zu haben über das Wissen, wie passieren solche Prozesse, was sind das für psychische Kommunikationswege, auf denen so etwas weitergegeben wird und wie zeigt sich das. Und das sind ja dieselben Prozesse zum Teil, die in der Therapie dann ablaufen, also Projektionsmechanismen, Reinszenierungsprozesse. Das, was Freud noch sozusagen erinnern, wiederholen, durcharbeiten genannt hat, wobei die Reihenfolge ist eigentlich eine andere. Und ich denke, das zeigen seine Fallgeschichten auch, das wusste er auch, es reimt sich mal anders besser. Also oft ist es erst das Wiederholen, das unbewusste Reinszenieren, das zeitweise auch eher sozusagen etwas negativ betrachtet wurde im Sinne eines Agierens, aber es geht eigentlich innerhalb der Therapie nicht um ein Agieren, sondern ein Herstellen einer Szene, in der es, ohne dass er sich das vornimmt, der Patient oder die Patientin die Gefühle, die er in sich trägt, versucht, in den anderen zu verlagern. Ja? Zum Beispiel eine Situation herstellt, wo in dem anderen eine große Unruhe auftaucht und sich dann die Therapeutin fragen muss, wo kommt denn diese Unruhe her? Wofür könnte die stehen? Wie hängt es zusammen mit dem, was da gesprochen wird? Auf demselben Wege haben die Patientinnen und Patienten die tragischen Elemente, die traumatischen, besser gesagt, von ihren Eltern aufgenommen. Ja? Und das setzt sich fort. Und so setzt es sich auch zwischen den Generationen fort. Wenn jetzt zum Beispiel Nachkommen von Holocaust-Überlebenden versuchen, das irgendwie wegzudrängen, sich sagen, ach, damit muss ich eben fertig werden, geben sie es auch über solche Mechanismen wieder an ihre Nachkommen weiter. Ja? Ja, das würde ja auch direkt zu der Frage führen, über wie viele Generationen man das eigentlich auch nachverfolgen kann. Ja? Also ist das überhaupt noch ein Thema, was heute von Interesse ist? Oder ist das eher was, wo wir sagen, okay, das kann man vielleicht auf eine Generation beschränken? Oder können wir auch sagen, solange es unbearbeitet bleibt, sind das diese Mechanismen, die eben diese Weitergabe bis heute quasi auch vollführen? Vielleicht muss man da auch nochmal differenzieren, was Weitergabe tatsächlich heißt. Das wäre, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt. Denn es ist ja nicht so, dass 1:1 das Trauma der Eltern auf die Kinder übertragen wird. Die erleben ja nicht das Trauma, sondern sie erleben die Gefühlswelt der Eltern und erleben die eigenen inneren Bilder, die dazu gehören, die oft in einer gewissen Weise tatsächlich dem Erlebten, das da signalisiert wird, entsprechen. Das können wir daran sehen, dass Nachkommen dann zum Beispiel davon träumen, ja, von verbrannt werden oder beschossen werden oder auf der Flucht sein und so weiter. Ja? Ich weiß es aus einer Therapieerzählung, also einer Supervision, oder Intervision, wo die Therapeutin eine Patientin hatte, die erstmal kam, weil sie ja viele Schwierigkeiten hatte, sehr einsam lebte, die Angewohnheit hatte, über lange Zeit sich in völlig unwegbaren Gelände, also im Dschungel, dort über Monate zu leben, also nach Ostasien dafür fuhr und auch extrem hart mit sich umging und extrem wenig aß. Aber nicht jetzt im Sinne von anorektisch und trotzdem also sehr wenig aß. Und es hat, so wie ich das in Erinnerung habe, ungefähr 3 Jahre gedauert, ehe die Geschichte der Eltern, oder ich glaube in dem Fall war es sogar die Großeltern, also sie war schon 3. Generation, die Großmutter wäre beinahe im Konzentrationslager verhungert, also kam völlig untergewichtig da raus, als sie befreit wurde und war auch noch nicht ganz klar, ob sie überlebt. Der Großvater hatte sich über Jahre in Wäldern verstecken können. Und die haben sich nach dem Krieg kennengelernt, diese Großeltern. Ja. In ihr war diese Geschichte, in solche Bilder, sie hat das reinszeniert, indem sie selber das wiederholt hat. Ja, also aber ihr war das nicht klar. Ihr war nicht klar, was sie da tut. Sie hat erst nach und nach die Geschichte dieser Großeltern dann rekonstruiert und dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Und dann musste sie das auch nicht mehr tun. Ja, dann konnte sie das sozusagen als Geschichte ihrer Großeltern verarbeiten, konnte es in ein historisches Narrativ integrieren. Und da kann man nur annehmen, dass die Eltern selbst es... Ja, wie haben die es weitergegeben? Was haben die mitbekommen? Die haben sicherlich, entweder hat diese Großmutter ihrer Tochter oder ihrem Sohn ganz klare Anweisungen gegeben. Also Brot muss immer aufgegessen werden, Brot muss immer im Hause sein. Oder ich mache jetzt mal einen Sprung. Es gibt einen sehr schönen Film, der leider wenig bekannt ist, über in Israel geborene Kinder von Überlebenden. Alle 5 waren Künstler. Und ja, ich überlege gerade den Titel des Films, aber vielleicht fällt er mir noch ein. Eine Befragte ist selbst Filmemacherin und sie erzählt von ihrem Vater, der Kühlschrank konnte absolut voll sein. Sie selber macht auch ihre Kühlschranktür auf, der ist rappelvoll, da fällt fast alles, muss man aufpassen, dass nicht was rausfällt. Ja? Sie sagt, so viel kann ich gar nicht essen, die Hälfte werfe ich weg. Ja? Und bei ihrem Vater war es so, der Kühlschrank konnte so voll sein wie noch etwas. Wenn kein Brot im Haus war, flippte er aus, sagt sie. Und er hat immer mit einer Brotscheibe unterm Kopfkissen geschlafen. Ja? Weil für ihn Brot war sozusagen ein Symbol geworden für Überleben. Das war das Synonym. Ja? Und so werden diese Geschichten weitergegeben. Ja? Und so kann man sich auch vorstellen, dass diese Patientin das erfahren hat von ihren Eltern, die auch nicht gemerkt haben, was sie da wie weitergeben. Ja? Sondern es ist ja in den Personen drin. Sie sind damit groß geworden, sie sind so aufgewachsen und es ist selbstverständlich, dass man Brot hat. Wehe, man hat keins. Es ist, wie wenn man zu Tode verurteilt ist. Ja? Ja, also Im Namen der Schuld heißt dieser Film. Eine deutsche Regisseurin, kann man recherchieren und der ist auch sehr sehenswert, ist leider seit langem nicht mehr gezeigt worden im Fernsehen. Ja, wir haben viel über Opfer geredet, das ist auch wichtig, aber eine Frage wäre ja auch noch, gibt es auch vergleichbare Phänomene auch bei Täterfamilien? Ja, wir haben ja dann in Deutschland, wenn wir ganz am Anfang haben Sie ja auch davon erzählt, dass in Opferfamilien viel geschwiegen wurde, dass ja, dieses Phänomen des Schweigens haben wir ja auch vor allem auch bei Täterfamilien gehabt. Können wir da auch so etwas Ähnliches oder auch von diesem Phänomen sprechen? Wir können davon sprechen, dass es da auch eine transgenerationale Weitergabe gibt. Was weitergegeben wird, sind natürlich andere Dinge, ja? Denn die haben anderes erlebt. Die haben natürlich, aber davon reden sie ja meist auch dann ganz gern, weil sie sich gerade in Täterfamilien oft dann auch als Opfer fühlen wollen. Oder das ist ja sehr interessant, dieses Reden als Opfer, als seien sie Opfer, und sie waren es natürlich am Ende, sie waren Opfer sozusagen ihres eigenen Mitmachens bei den Nazis. Sie haben sich zu diesem Krieg überreden lassen, sie haben sich zu Verbrechen überreden lassen und dann gab es die Bombardements, dann gab es die Fluchten, dann gab es Vertreibungen, dann gab es die Vergewaltigungen, dann gab es massenhaft Tote, sowohl im Krieg wie auch in der Zivilbevölkerung. Das sind auch alles traumatische Erlebnisse gewesen, keine Frage. Und sie wurden, und da ist schon ein feiner Unterschied, sie wurden ja oft so erzählt, das wurde ja oft bewusst erzählt, wobei, wenn es wirklich traumatisierend war, konnte es auch oft nur als Fragment erzählt werden. Oder Vergewaltigungen wurden ja verschwiegen aus Scham, aus tiefster Scham. Und komme ich gleich noch drauf, wieso etwas zum Beispiel weitergegeben wurde. Aber bleiben wir mal bei diesem vermeintlichen oder bei diesem Demonstrieren des Opfers. Das wurde ja schon so vermittelt, als hätte man dadurch ein Stück weit etwas gesühnt und wieder gut gemacht. Und es war, als der Krieg kippt, als es deutlich wird, dass die Deutschen den verlieren werden, kam zunehmend ja auch die Angst vor Rache auf. Das hat ja Goebbels sogar instrumentalisiert. Er hat ja, als er aufrief zum totalen Krieg, sogar in seiner Rede da in Berlin gesagt, darüber gesprochen, gesagt, wir müssen diesen Krieg gewinnen, sonst wird uns eine furchtbare Rache treffen. Ja? Und er wusste natürlich mehr noch über die Verbrechen, ja, als einige der Leute, die zuhörten und klatschten. Ja? Nicht gesprochen wurde natürlich über das, was man an Verbrechen getan hat. Und das fängt schon damit an, zum Beispiel sich Besitz von jüdischen Familien, die vertrieben worden waren, anzueignen und nicht wieder rauszurücken, als zum Beispiel dann die überlebenden Angehörigen, Nachkommen so etwas reklamierten. Mir fällt gerade das ist eine schöne Geschichte, die das illustriert, in einem sehr spannenden Buch, das Marianne Rauwald herausgegeben hat, Vererbte Wunden, gibt es eine Fallgeschichte eines Vaters, eines Anwaltes, der völlig scheitert beruflich, obwohl er ja als Anwalt, also ein Jurastudium und so weiter hinter sich hat. Und das Scheitern beginnt damit, dass er dahinter kommt, dass das Haus, das sein Vater erworben hat und überhaupt das Vermögen, das der Vater hatte, der mit Immobilien spekuliert hatte, zu einem großen Teil sich dem verdankte, dass er für einen Appel und ein Ei, wie man früher sagte, Häuser von vertriebenen jüdischen Menschen erworben hatte und auch das eigene Elternhaus. Und als dann Angehörige, Nachfahren kommen von diesen vertriebenen und zum Teil eben ermordeten Familien, denkt er erst, die würden ihn erpressen wollen, bis er dahinter kommt, also Unterlagen findet und dann sich so tief schämt, dass er selber nicht mehr beruflich erfolgreich sein kann, weil er Erfolg verbindet ab dem Moment mit verbrecherisch sein, etwas Ungutes tun etc. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die zeigt, wie das in Täterfamilien sich auswirkt. Um aber nochmal so auf die generelleren Aspekte zu kommen, da ist es häufig so, dass die Kinder merken, es wird etwas verschwiegen, es wird aber das, was verschwiegen wird, wird nicht abgelehnt, sondern es wird so getan, als existiere es nicht. Und dann konnten die erleben, wenn es dann plötzlich, wenn die Eltern in Feierstimmung war, vielleicht Verwandte kamen, Familienfest, und dann floss Alkohol und dann wurde plötzlich über Geschichten geredet, die sonst verschwiegen wurden. Dann hieß es, hört ihr mal weg, ja, so in der Form. Das heißt, die haben eher das Gefühl gehabt, also bei Nachkommen von jüdischen Holocaust-Überlebenden, die hatten oft das Gefühl, sie sollen geschützt werden vor etwas, obwohl sie merkten, die Eltern sind so belastet, sie können uns gar nicht beschützen. Es wäre besser, sie würden uns sagen, was es war. Ja? Kinder von Tätern, die hatten eher das Gefühl, da wird irgendwas verheimlicht, wir werden belogen und wir werden ausgegrenzt. Und dann kommt natürlich hinzu, aber das ist sehr unterschiedlich, aber in vielen Nazi-Täterfamilien ist es ja so gewesen, dass diese Väter frustriert, enttäuscht aus dem Krieg zurückkamen oder sonst Posten verloren. Viele natürlich nachher nicht, es gab ja dann die Seilschaften, viele waren ja nachher auch wieder sehr, sehr erfolgreich. Aber sagen wir mal, der Durchschnitts-NS-Anhänger, der dann ja, sich auch ein Stück weit als gescheitert gefühlt hatte, von wegen Herrenmensch, ja, Kriegsverlierer zu sein, oft psychisch auch ein Stück weit gebrochen. Die haben dann, irgendjemand hat das mal so ausgedrückt, sie waren dann alle zu Hause kleine Hitlers. Und das hat natürlich auch zu einer anderen Form des Umgangs in den Familien geführt. Das heißt, die Kinder haben sich oft misshandelt gefühlt, sehr autoritär behandelt, in ihrer Persönlichkeit nicht geschätzt. Und da ist ja, wenn wir genau hinschauen, ist das natürlich auch eine Tradierung, wieder auch eine transgenerationale Weitergabe. Denn so eine Form von Erziehung hatte ja die NS-Generation. Ja? Der Film Das Weiße Band dokumentiert das ja sehr schön. Man kann ja auch nicht denken, dass diese Menschen einfach nur so grausam geworden wären. Ja? Dieser Grausamkeitsimpuls ist angelegt darin, dass über Generationen hinweg die Erziehung immer grausamer und verächtlicher wurde und ja, das Schlagen von Kindern sozusagen zur Norm wurde. Wer seinem Kind etwas Gutes tun will, der schlägt es. Da kamen also pietistische und andere Ideologien hinein, die eine solche Entwicklung gefördert haben. Mhm. Und dann kam noch das Preußentum hinzu in manchen Bereichen, ne? Soldateska und so weiter, also Gehorsam, Disziplin etc. Mhm. Ne? Wir haben, es gibt, glaube ich, jetzt vor kurzem ist wieder die letzte Umfrage rausgekommen, diese Schlussstrich-Mentalität. Ja, die haben wir ja Ende 45, ja, ab 45 ja gehabt, aber wir haben sie bis heute, ja, das ist heute ja, ich glaube, das letzte Ergebnis. Man kann die Schlussstriche gar nicht mehr zählen. Ja. Man kann die Schlussstriche gar nicht mehr zählen, so viele soll es geben. Ja. Aber das, glaube ich, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind um die 70% der befragten Deutschen gesagt haben, es müsste jetzt ja auch mal Schluss sein mit dem Thema Nationalsozialismus, es müsste auch mal Schluss sein, immer diese Schuldfrage, kriegen wir das auch irgendwie zusammen? Also kann man auch sagen, dass das auch so ein Ergebnis vielleicht von ja, solchen Prozessen ist oder ist das jetzt zu sehr konstruierend vielleicht? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wirklich 70% sagen, Schluss damit. Ja, ich habe eher den Eindruck, dass es immer wieder eine große Offenheit auch gibt für dieses Thema. Ich erlebe das zum Beispiel, gut, das ist natürlich eine bestimmte Auswahl von Menschen, aber bei Studierenden erlebe ich, dass da doch immer wieder auch das Interesse dann sehr groß wird und größer wird. Und wenn ich Seminare zu diesem Thema angeboten habe, hat das fast immer dazu geführt, dass die Studierenden dann irgendwann mit ihren Eltern auch darüber gesprochen haben und plötzlich etwas in den Familien thematisierbar war, was bis dahin nicht angesprochen wurde. Wenn laut gebrüllt wird oder gesagt wird, endlich Schluss, das bezieht sich oft auf die öffentlichen Diskussionen darüber, wobei da kann man ja auch sehen, dass sie zum Teil instrumentalisiert werden in bestimmter Weise. Ich denke, wir müssen sehr sorgfältig unterscheiden zwischen der Aufarbeitung in der Öffentlichkeit, wobei ich immer noch denke, dass das auf jeden Fall etwas sehr Gutes ist, auch wenn das natürlich bestimmte Ritualisierungen hat, aber dadurch wird es im Gedächtnis gehalten, wird auch eine politisch-öffentliche Verantwortlichkeit dafür deutlich gemacht. Und wir können zum Beispiel daran sehen, jetzt ist gerade, hat sich gerade zum 50. Mal der Kniefall von Willy Brandt am Ghetto von Warschau gejährt. Und es wird daran erinnert. Ja? Mhm. Es gibt natürlich bestimmte, wir haben sozusagen das rechte Spektrum immer in der Bundesrepublik schon gehabt. In der DDR war es unterschwellig, da durfte es offiziell gar nicht auftauchen, aber viele haben dann eben sozusagen die Uniform getauscht, aber dieses Gedankengut nicht. Ja? Da haben wir insofern auch so, merken wir, dass da da fehlt ein Stück diese Auseinandersetzungsgeschichte. Ja? Da ist noch sehr viel mehr Nachholbedarf zum Teil. Und ich denke, es kommt sehr stark aus den rechten Kreisen, ja? Wobei die waren immer schon größer, jetzt werden sie etwas sichtbarer im Moment seit Pegida und AfD. Und das hat ja auch mit Verwerfungen durch die deutsch-deutsche sogenannte Wiedervereinigung etwas zu tun und den ja, unpassenden Elementen, ja, in dem. Ich denke aber, dass es sehr viel anderes auch gibt. Also man kann ja sehen, Herr Knob und andere hätten nicht endlos viele, also man braucht nur an einem Abend mal Fernsehen ein bisschen durchswitchen. Irgendwo findet man immer irgendeinen Film darüber. Wobei das oft nicht wirkliche Auseinandersetzungen sind. Da ist manchmal auch noch wieder Verherrlichung mit drin. Aber das Thema ist eigentlich ständig präsent. Ja? Ja. Entscheidender ist, dass ja, Menschen verschiedener Generationen darauf aufmerksam werden, warum es präsent bleibt, wie es präsent bleibt, dass es eben auch unterschwellig präsent bleibt und wie es möglich wäre, sich damit so auseinanderzusetzen, dass eine Form der ja, persönlichen Integration und Verarbeitung und auch eine Art von Trauerarbeit, ja, das, was die Mitscherlichs noch reklamiert hatten, die Unfähigkeit zu trauern, es gab tatsächlich diese Unfähigkeit. Diese Menschen waren noch gar nicht in der Lage, so einen Integrationsprozess dessen vorzunehmen, was da geschehen war, mit ihnen und mit der Geschichte. Und da war das Ganze zu überwältigen, sodass dann erstmal die psychischen Abwehrmechanismen alle eingeschaltet werden mussten. Ja? Und nach, das sind ja auch Selbsterhaltungsmechanismen, und nach ist es nun möglich, diese Dinge mehr zu bearbeiten. Und ich denke, das, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, und das ist ja schon eine transgenerationale Erbschaft des Ersten Weltkriegs gewesen, wir können daran sehen, also in gewisser Weise hat die nächste Generation nach dem Ersten Weltkrieg, die haben etwas reinszeniert, weil sie überhaupt nicht diese psychischen Mechanismen kannten, weil es ein Aufarbeiten nicht gab, sondern Rache und Wutgeschrei und Verletztheit und Gedemütigtheit. Und dadurch das Ganze nochmal neu aufgerollt wurde. Ja? Aber ich würde sagen, bei, unabhängig jetzt von welcher Art Trauma, bei schweren Traumatisierungen, auch Extremtraumatisierungen, eine Generation allein schafft es gar nicht, sowohl innerhalb Familien wie auch kulturell solche Dinge aufzuarbeiten. Und ich denke, wir sind vielleicht historisch an einem neuen Punkt, dadurch, dass wir mehr über diese psychischen Mechanismen wissen und über die Herausforderung des Aufarbeitens. Und Aufarbeiten heißt ja nicht, dass die Dinge weg sind, sondern dass sie in einer anderen Weise präsent sind, dass sie uns sogar bewusster sind und dass wir uns in einer bewussten Weise damit auseinandersetzen können und sehen können, was für Schäden solche historischen Ereignisse und Prozesse anrichten und wie langfristig sie anhalten können und wie wir daraus aber auch Kraft ziehen können, indem wir es verarbeiten, indem wir uns damit auseinandersetzen. Ja? Also das wäre wieder dieser Resilienzfaktor, ja, der dazu führt, dass Menschen vielleicht heute in einer anderen Weise auf Krieg und Verbrechen und Dinge reagieren. Ja? Es gibt jetzt zum Beispiel eine deutlichere Sensibilisierung jetzt für Gewalt gegen Kinder. Für sexuelle Gewalt gegen Kinder. Ja? Themen, die früher überhaupt nicht, wenn wir mal auf diesen Bereich kommen, überhaupt nicht in die Öffentlichkeit kamen, deshalb auch so lange fortwirken konnten und bis jetzt ja noch fortwirken. Aber es kommt zunehmend in die Öffentlichkeit und wir sind zunehmend auch bereit, Menschen anzuhören, die so etwas erlebt haben. Ja? Vor 20 Jahren hat man einem Menschen, der sexuellen Missbrauch erlebt hat, nicht zugehört. Ja? Und jetzt tut man es. Und das ist etwas Neues, woran wir als Einzelne, aber auch als Generation insgesamt, denke ich, Chancen haben zu wachsen, sofern wir sie wahrnehmen. Ja, das führt ja nochmal vielleicht so ein bisschen von dem historischen Kontext weg. In welchen Kontexten können wir denn von dieser generationalen Weitergabe sprechen? Also kann man das aus diesem historischen Kontext lösen? Also können wir das auch als normalen, also in Anführungsstrichen normalen psychischen Vorgang betrachten und dann auch auf andere traumatische Ereignisse übertragen? Das wäre ja auch nochmal vielleicht für den aktuellen Kontext interessant. Das können wir nicht nur, das müssen wir. Ja? Das können wir auf jeden Fall. Es ist auf der einen Seite so, dass inzwischen auch in ganz anderen kulturellen Zusammenhängen diese transgenerationale Thematik bearbeitet wird und diskutiert wird und auch in die therapeutischen Prozesse reinkommt. Das sehen wir in Lateinamerika, wobei ja Lateinamerika sehr profitiert hat damals. Es sind ja sehr viele, gerade österreichische Psychoanalytikerinnen in die lateinamerikanischen Länder ausgewandert, haben dort die Psychoanalyse etabliert und weiterentwickelt. Und die haben natürlich aufgrund der Militärdiktaturen und all der Prozesse, die sie erlebt haben, der massiven Folterungen oder des Verschwindenlassens von Menschen, entsprechende Prozesse und wissen inzwischen auch, dass diese Prozesse für die aktuell lebenden und weitere Generationen von Bedeutung sind. Ja? Oder wir haben, das ist übrigens interessant, das ist ein israelischer Regisseur, Sie kennen vielleicht die Filme von Joshua Oppenheimer, The Act of Killing und der Folgefilm dann mit den Nachkommen oder Verwandten von Opfern, The Look of Silence, wo deutlich wird, dass da auch die Generationen heute sich damit auseinandersetzen. Es gab ein bestimmtes politisches Ereignis, das das plötzlich sichtbar machte, wo deutlich wurde, wo ganz viele Menschen auf die Straße gingen. Ich muss, glaube ich, das Fenster zu machen wegen dem Außengeräusch. Aber ganz viele Menschen auf die Straße gingen und plötzlich Bezug nahmen auf diese massenhaften, von der Armee initiierten, aber von Dorfbewohnern durchgeführten Ermordungen von vermeintlichen Kommunisten, wobei es überwiegend eigentlich die intellektuellen Schicht war, die damals in Kambodscha umgebracht wurde. Intellektuelle sind bei Diktatoren nie beliebt. Ja? Das sehen wir auch in Techniker schon, ja? Also IT-Fachleute und Chemiker und Physiker, aber keine Intellektuellen. Ja? Oder es gibt zum Beispiel Im Ersten Weltkrieg gab es ja auch schon einen Genozid, der dann Vorbild war für den Holocaust in einer gewissen Weise. Es war die gezielte Ermordung der armenischen Bevölkerung in Ostanatolien. Da war übrigens das Deutsche Kaiserreich mit schuld, insofern als es Berichte gab. Und der damalige Außenminister Bethmann-Hollweg sagte, das ist unser Kriegsverbündeter, da schalten wir uns nicht ein. Ja? Obwohl ganz verschiedene Leute Protestnoten geschrieben hatten, darauf aufmerksam gemacht hatten. Und man geht ja davon aus, dass ca. 1,5 Millionen Menschen damals systematisch ermordet wurden. Und da gibt es inzwischen, ja, also man weiß, dass es hat ja zu einer, die überlebt haben, das hat auch zu einer Diaspora geführt. Es gibt jetzt ein bisschen, aber ich denke nicht generell, aber ein Teil der jüdischen Community möchte nicht, dass das auch als Genozid bezeichnet wird, obwohl es von verschiedenen Wissenschaftlern eindeutig als solcher gekennzeichnet ist, weil es wirklich das Ziel war, diese Kultur, diese Bevölkerungsgruppe als Ganze auszulöschen. Ist zum Glück nicht gelungen, aber das war das Ziel. Und es gibt eine sehr gute Studie über die transgenerationalen Auswirkungen dieses Genozids. Da hat auch jemand das sehr systematisch gesammelt und untersucht. Und natürlich sind auch diese Menschen, viele sind ja in den USA gelandet, viele in Frankreich. Und ja, Frankreich war damals auch eine der Entente-Mächte. Frankreich, England, Russland haben auf Seiten Armeniens gestanden und haben erstmal auch unterstützt und eingegriffen. Dann leider dann im zweiten Vertrag von Lausanne dann die armenische Sache aus dem Blick verloren, weil dann Russland der neue Gegner war als kommunistisches Land und man dann neue Verbündete sich suchte. Und dann war das irgendwie unwichtig. Aber im ersten Vertrag von Sevres waren sie ja noch sehr unterstützt worden. Und wenn man an diesen wichtigen Roman von Die 40 Tage des Musa Dagh von, wie heißt der, der letzte Ehemann von Alma Mahler, mein Namensgedächtnis war Franz Werfel. Franz Werfel hat diesen Roman geschrieben. Ja? Da wird ja dann an dem Musa Dagh, an diesem Berg, das Musa Dagh wurde dann mir deutlich, ist die türkische Bezeichnung dieses Berges. In der armenischen Sprache heißt er anders, das weiß ich jetzt im Moment nicht mehr. Er hat dann den türkischen Namen gewählt, Werfel, er kannte wahrscheinlich den anderen gar nicht. Die werden dann von einem französischen Kriegsschiff gerettet. Ja? Und das geht zurück auf ein tatsächliches Ereignis. Ja? Und ja, also wir haben in ganz vielen Kulturen dieses Phänomen oder auch natürlich Familientragödien können dazu führen. Ich hatte ein Telefongespräch mit einer betroffenen Frau, deren Vorfahren in der Schweiz zum Protestantismus gewechselt waren. Die Schweiz ist ja sehr gemischt und überwiegend protestantisch, aber ihre Familie kam aus einer katholischen Region und St. Gallen ist ja bis heute katholisch. Die mussten dann, weil sie dann verfolgt wurden und es nicht schafften, in den protestantischen Teil zu gehen, sind dann nach also nach Schwaben geflohen, mussten aber ihren Besitz, ihr Vermögen, alles zurücklassen. Und das hat das konnte diese Frau, weil Briefe und andere Unterlagen erhalten geblieben waren, das hat zu Verwerfungen geführt von einer Generation zur nächsten, wo immer die nächste Generation der vorherigen Vorwurf, warum habt ihr das getan? Und ihr habt uns einem Elend ausgesetzt. Und das hat sich dieser Streit um die Frage, war das gut oder nicht und durfte man wegen seines Glaubens alles zurücklassen, auch die Heimat etc. und uns in solche Not stürzen. Sie selber ist die 8. Generation. Ja, und sie war, glaube ich, die erste, die eine Psychotherapie gemacht hat, zwar aufgrund von schweren psychosomatischen Erscheinungen. Das heißt, sie ist natürlich, wie das bei Psychosomatik ist, erstmal zu Ärzten gerannt und irgendwann wurde klar, das Ganze hat einen sehr starken psychischen Hintergrund. Da hat sie dann das Glück gehabt, eine Therapeutin zu finden, die auch für diese Geschichten, wobei da war ihr das noch gar nicht so klar, da war es erstmal, oft äußert sie es erstmal an massiven Konflikten mit den eigenen Eltern. Ja, und bei 8 Generationen, da kommen natürlich ja verschiedene andere Zweige rein, das ist ja schon eine lange Linie, aber in der ursprünglichen Generation, die das ausgelöst hatte, sind offenbar auch dann bei den Nachkommen Ehen geschlossen worden, die dann ähnliche Muster wieder erzeugt haben. Ja? Also insofern ist das ein Mechanismus, wenn wir ihn, oder da wir ihn kennen, macht er uns natürlich auch viel offener, macht auch Therapeuten, gibt Therapeuten, Therapeutinnen ganz andere Formen von Zugängen zu persönlichen Geschichten. Ja? Also früher hat man eher auf die individuelle Geschichte eines Patienten geschaut, was für Kindheitserfahrungen hatte er etc. Und wie ist jemand mit seinen Eltern groß geworden? Was gab es für Konflikte mit den Eltern? Aber zu schauen, wie sind die Eltern zu diesen Eltern geworden, die sie gewesen sind, das hat man früher nicht gemacht. Und heute schaut man weiter und erkennt daran natürlich auch viel mehr von dem, was da an elterlichen Problematiken, warum die überhaupt entstanden sind, warum sie dann zu Konflikten mit den Töchtern und Söhnen geführt haben und wie sich das dann in psychische Belastungen oder auch Störungen transformiert hat. Mhm. Vielleicht sollten wir mal schauen, was im Chat ist, dass wir den Menschen, die uns jetzt noch etwas fragen wollen, auch gerecht werden. Ich sehe, dass da rechts einige. Ja, da haben wir eine Frage. Ich würde die einfach dann mal einbringen. Ja. Vielen Dank schon mal für die ganzen Informationen. Wenn man in einem nicht-therapeutischen Setting, etwa einer sozialwissenschaftlichen Forschung mit biografischen Interviews ist, welche Gesprächstechniken würden Sie anraten und was sind vielleicht No-Gos, wenn man sich in dem Themenbereich aufhält? Aber da geht es nicht um dieses zur Sprache. Ich denke, im sozialwissenschaftlichen Bereich, das ist jetzt der, den ich vorhin bei Ihrer Frage nach der Forschung vielleicht ein bisschen zu kurz behandelt habe. Es gibt ja natürlich viele Menschen, die über solche Zusammenhänge auch Erkenntnisse sammeln und forschen möchten. Das tut man ja in der Regel meist in Interviews, Einzelinterviews oder Gruppeninterviews oder Mehrgenerationen-Interviews, in denen man dann auch Narrative vergleicht, zum Beispiel zwischen Eltern und deren Kindern und den Enkelkindern und so weiter. Da ist zunächst einmal, ich denke, die beste Technik ist, irgendeine Eingangsfrage zu stellen und dann ein sehr offenes, narratives Interview führen zu lassen. Und die Auswertungsmethode, die sich hier besonders bewährt hat, ist dann das tiefenhermeneutische Interpretationsverfahren, in dem man dann diese Daten sammelt, bei denen ja vieles vielleicht auch erstmal gut zugänglich ist. Aber die Tiefenhermeneutik hat sich darauf spezialisiert, das Irritierende, das Nicht-Verstehbare, das Rätselhafte aufzugreifen. Ja? Und das sind dann oft die Dinge, wo sich etwas andeutet, wo etwas nicht geklärt werden konnte, wo unbewusste Elemente mit hineinkommen. Und dadurch kommt man an diese Zusammenhänge dann auch mit heran. Ja? Und es ist eigentlich sozusagen der Gesprächsfluss, die Narration, das ist ein bisschen wie die freie Assoziation in der Psychoanalyse. Und weil wir bei jedem Menschen dieselben Mechanismen finden, finden sie natürlich auch in solchen Gesprächssituationen statt. Ne? Natürlich ist ein Analytiker oder eine Analytikerin in der Regel besser durch die eigene Selbsterfahrung, also eigene Analyse, darauf auch vorbereitet, für solche Dinge ein inneres Ohr zu haben und eine innere Sensibilität zu entwickeln und entwickelt die ja auch weiter im Laufe seiner Berufserfahrung, also je mehr man da tut. Eine andere gute Möglichkeit ist natürlich das Gruppengespräch, ja? Also im Gruppengespräch, im Austausch selbst eher sozusagen als Gruppenleiter Zuhörende oder Zuhörender zu sein, mit Einverständnis natürlich, wenn es eine Forschungsaufgabe ist, dann natürlich die Daten auch aufzunehmen, die Personennamen zu, sozusagen anonym zu gestalten, sodass man dann aus diesen Gesprächen auch sehr viel entwickeln kann. Wir können das sehen an den Forschungen, die schon seit längerem existieren. Gabriele Rosenthal hat ja in Familien sowohl von Tätern wie auch von Überlebenden solche mehrgenerationalen Interviews gemacht, wobei sie nicht mit der Familie sozusagen nicht alle gleichzeitig waren, weil dann kontrollieren sich die Generationen eventuell gegenseitig, sondern unabhängig voneinander. Ja? Man kann aber solche Gespräche auch machen, wenn mit gemischten Generationen, wenn die Personen nicht miteinander bekannt sind. Ja? Also beim Gruppengespräch ist dann die Anonymität der Teilnehmenden sehr wichtig, weil sonst Hemmungen entstehen können. So würde man ja auch in einem gruppenanalytischen, therapeutischen Prozess nie Personen in eine Gruppe nehmen, die sich eng kennen. Also da achtet man sehr darauf, dass diese Anonymität auch gewahrt bleibt. Ja. Okay. Vielleicht nochmal allgemein zur Information. Ja, man kann über verschiedenste Wege über dieses Programm Fragen stellen. Also einmal über die Chat-Funktion, dann gibt es noch diese Fragen- und Antworten-Funktion. Und da habe ich auch gerade gesehen, haben wir eine Frage, und zwar, oder zwei Fragen, und zuerst, wie lassen sich aus Ihrer Sicht psychodynamisch, psychoanalytisch die aktuellen Phänomene der Opferidentifikation bei den sogenannten Querdenkerbewegungen einordnen? In Klammern Gleichstellung mit den Opfern der Shoah durch Ablehnung der Corona-Maßnahmen. Was passiert da? Kann dies auch eine Form der, in Klammern, negativen Bewältigungsstrategie mit nicht bearbeiteten kollektiven Schuldmechanismen sein? Das ist eine spannende Frage, ja. Das ist sehr gut. Ich denke, das werden auch neue sozialwissenschaftliche Forschungsthemen sein. Was ist da los, diese Opferidentifikation und sich mit Sophie Scholl oder Anne Frank oder wem identifizieren zu wollen. Das knüpft eigentlich an die Antwort, die ich vorhin schon mal gegeben hatte. Das sieht auf der Täterseite die Schuldgefühle sich in der Form auch bemerkbar machen, dass sie gerne lieber Opfer sein würden. Ja? Mhm. Und das ist, eigentlich könnte man sagen, die Täter verraten sich dadurch, dass sie den Opferstatus für sich in Anspruch nehmen, während die eigentlichen Opfer ja gar nicht Opfer sein wollen, sich eigentlich dagegen wehren, als Opfer bezeichnet zu werden. Ja? Also insofern ist das so etwas wie ein unbewusstes Eingeständnis. Ja? Und es hat sehr viel damit zu tun, mit der Abwehr der Schamgefühle. Also wir können bei der ganzen Querdenker, oder ich würde eigentlich, ich persönlich sage immer, verquere Nichtdenker. Das ist sehr bösartig, aber es hat ein bisschen was davon, also weil da ja auch sehr viel an Glauben und Spiritualität und so weiter reinkommt. Da wird nicht reflektiert, sondern da wird geglaubt. Ja? Aber es geht sehr stark darum, sich zu schützen vor sehr vielen Ängsten. Ich könnte mir denken, wenn wir es jetzt ein bisschen tiefergehend anschauen, diese ganze Corona-Geschichte weckt natürlich Ängste. Ängste vor der eigenen Verletzlichkeit, vor Sterblichkeit, vor Verlusten, vor auch Einschränkungen, vor Verlust eigener Selbstbestimmung. Und das knüpft, denke ich, gerade bei einigen dieser Menschen an Erfahrungen, die die eigene Eltern- oder Großelterngeneration gemacht hat. Wir müssen uns mal, und das fällt uns vielleicht nicht leicht, wenn wir uns nicht gerne mit Tätern identifizieren, wenn wir uns vorstellen, was es heißt, in einem Militärbataillon zu sein und dann gesagt zu bekommen, jetzt fahrt ihr dorthin und zündet das Dorf an, oder da gibt es vielleicht auch Kämpfe. Man erlebt plötzlich, dass jemand neben einem niedergeschossen wird. Ja? Also Überlebensschuld gab es natürlich auch bei Soldaten, vor allem wenn sie als einzige ihrer Einheit zurückkamen und so weiter. Die Hygienebedingungen waren katastrophal. Also es gab keine Hygiene mehr. Ja? Die sind verlaust und verdreckt und sonst wie gekommen. Also es gibt auch, denke ich, eine nebenbei Antwort auf die Frage, warum sammeln so viele in dieser Katastrophe Toilettenpapier? Ja? Ich glaube, da kommen auch solche unausgesprochenen Botschaften wieder hoch, von sowohl in der Zivilbevölkerung während des Krieges als auch in den Kriegssituationen. Da gab es keine Hygiene mehr. Ja? Das ist ein Faktor, aber es geht jetzt nicht nur um die Hygiene, es geht, denke ich, vor allem um, also als Soldat oder auch als Mensch, der plötzlich in einer Kriegssituation ist, der im Bunker sitzen muss, der gucken muss, wie kann ich irgendwie noch überleben, gibt es keine Selbstbestimmung mehr. Mhm. Und ich glaube, es kommen sehr viele bisher sehr unbewusst gehaltene, sehr abgewehrte, sehr verleugnete Ängste aus dieser Schiene wieder hoch. Und die führen zu diesen, in dem Fall eher radikalen Verleugnungsformen, zu Abwehrformen. Gerade die ganzen spiritualistischen Geschichten sind ja so Fantasien, man könne durch magische oder sonstige Dinge die Welt in ihrem Lauf beeinflussen. Das zeigt schon, wie groß das Gefühl der Hilflosigkeit dahinter ist. Ja? Und das heißt, nicht diese ganzen Bewegungen verharmlosen zu wollen. Ich halte die für sehr problematisch, aber die haben eine solche Psychodynamik. Und es geht hier sehr stark um die Abwehr von Ängsten, vor Einschränkungen, vor Nicht-Selbstbestimmung, vor Krankheit, Tod. Ja? Und was wir ja auch wissen aus der Psychoanalyse, Feindbilder wurden ja immer, das finden wir im Antisemitismus im Extrem, alles, was ich selbst an mir nicht haben möchte, bekämpfe ich am anderen. Also diese projektive Identifikation findet gerade in diesem Zusammenhang natürlich sehr massiv statt. Mhm. Ja. Vielleicht können wir nochmal diese projektive Identifikation nochmal erklären. Gerne, ja. Freud hat ja mehr von der Projektion erstmal gesprochen, also dass ihn auf den anderen, dass der andere zu einer Art Leinwand wird für eigene Gefühle. Und sag mal, das deutlichste Beispiel ist zum Beispiel paranoide Schizophrenie, wo jemand seine eigenen Aggressionen so wenig als seine eigenen erkennen kann, dass er das Gefühl hat, von anderen verfolgt zu werden, ermordet werden zu sollen und sich dann sehr bedroht fühlt und eigentlich jeden als Feind erlebt und dann auch bereit ist, den Feind, den vermeintlichen Feind totzuschlagen. Ja? Diese Art von Paranoia können wir also gerade dann, wenn Krisen auftreten, in gewisser Form sehen und vielleicht komme ich dadurch auch auf einen Aspekt, der mir sehr wichtig erscheint in der ganzen Diskussion. Es wurde ja häufig gesagt, es gibt ja immer wieder diese Argumentation, die Täter seien sonst eigentlich ganz normale Menschen gewesen unter solchen Bedingungen dann plötzlich zu Bestien und grausamen Sadisten und so weiter geworden. Ich denke, die Frage ist komplizierter und zwar deshalb, weil in dieser Behauptung, das seien alles ganz normale Menschen, steckt die Implikation drin, dass man erst dann sozusagen psychische Probleme hat, wenn man in der Psychiatrie landet, eine psychiatrische Diagnose hat. Aber latent gibt es, denke ich, in ganz vielen Kulturen sehr viele Elemente, die zu paranoiden Elementen führen können, nämlich dann, wenn es zu Bedrohungen kommt und Menschen, je weniger stabil Menschen in ihrer eigenen Persönlichkeit sind, desto eher kommen diese in der frühen Kindheit eher noch normalen paranoiden Elemente, diese Spaltungsprozesse zum Vorschein. Es ist ja auch so, das ist die kleinianische Psychoanalyse, die diesen Beitrag, der wir den verdanken, Otto Kernberg hat ihn dann weiter fortgeführt in der Borderline-Forschung, dass eigentlich der früheste oder einer der frühesten, elementarsten Abwehrmechanismen ist der Spaltung. Und der Säugling verfügt schon über diesen Mechanismus der Spaltung im Sinne von, da gibt es etwas Gutes und das Gute ist das, was sich gut anfühlt. Also wenn ich aus der Brust trinke und die warme Milch kommt und das böse Hungergefühl im Magen verschwindet, das ist das Gute und das verleibe ich mir ein und das will ich haben. Aber das böse Gefühl des Hungers, Hunger ist ja ein schmerzhaftes Gefühl, das zum Beispiel projiziert das Kind nach außen. Ja, also wir kennen das noch in Sprichwörtern, ich habe da irgendein nagendes Tier im Magen oder so. Ja? Das sind eigentlich frühkindliche Fantasien, in denen alles, was schmerzhaft ist, nach außen und als nicht zum Ich gehörig erlebt wird. Und in unseren unbewussten Strukturen bleibt davon immer ein Rest erhalten. Ja? Das Kind spaltet das erstmal, sozusagen Melanie Klein hat es metaphorisch dann bezeichnet, als gute Brust, böse Brust. Aber eigentlich meint sie damit, dass alles, was unangenehm ist, nach außen projiziert wird und da das Kind noch nicht die Person, die Mutter als gesamte Person in sich integrieren kann, in ihren verschiedenen Aspekten, ist das sozusagen die Brust, die sich verweigert, die nicht da ist, also auch der Teil der Mutter, der nicht tröstet, der einfach nicht verfügbar ist und über den das Kind keine Gewalt hat. Ja? Und es hat ja auch diese magische Fantasie, da kommen wir wieder auf diese magischen Vorstellungen, auch in der spirituellen Bewegung. Wenn ich schreie, dann habe ich die Brust herbeigezaubert. Also das Kind hat noch und braucht das vielleicht auch, sonst würde es seine eigene Hilflosigkeit erleben und würde zu Tode erschrecken an dieser Hilflosigkeit, an dieser Angewiesenheit. Also es muss diese Illusion in sich haben, es selber habe Macht darüber, das herbeizuholen. Ja? Das sind ja auch die Elemente, die Freud sozusagen im frühen Narzissmus erkennt. Ja? Und eben dieses Projektive, das Hinausschleudern alles Negativen, irgendwann reift ein Kind so weit heran, dass es merkt, diese Wut ist nicht nur die Wut des anderen, sondern ich habe die Wut. Die ist in mir oder in mir nagt etwas. Ich habe etwas. Ja? Oder die Mutter hat gute und böse Anteile und dann wird das allmählich integriert und dann kann so etwas entstehen wie eine Trauer darüber, die liebevolle Mutter, die aber nicht immer verfügbar ist, angegriffen zu haben. Das nennt sie dann depressive Position und das ist aber nicht etwas, was irgendwann mal vorbei ist, sondern das sind zwei Phasen, die sich in uns eigentlich mal im normalen Erwachsenen immer wieder abwechseln. Das heißt, dass wir zum Beispiel in Wutzuständen können wir also auch solche Spaltungselemente in uns erleben, aber dann irgendwann bedauern wir es wieder und können uns zum Beispiel entschuldigen, wenn wir die Partnerin oder den Partner angeschrien haben oder zu dem Kind ungerecht waren. Das sind solche Integrationsprozesse. Und es gibt aber auch Menschen, die diese Integration nicht hinbekommen oder zumindest in Bezug auf bestimmte abgewehrte, bedrohliche Elemente nicht schaffen. Da bleibt das immer etwas, was im anderen deponiert wird. Aber weil es ja in Wirklichkeit etwas Eigenes ist, muss der andere kontrolliert werden, weil ich ja verhindern will, dass es wieder zu mir zurückkommt. Also insofern entsteht durch die projektive Identifikation eine ganz enge Verkettung zwischen dem, der projiziert, und dem Objekt, auf das er projiziert, dem Opfer. Und deshalb kann man auch sagen, also niemand ist so abhängig vom Semiten wie der Antisemit. Ja? Er braucht ihn. Ja? Und wenn es keine Juden gäbe, hätte er sie erfinden müssen. So kann man sagen. Also derjenige, der projiziert, braucht den anderen als ein Objekt, in dem er sein eigenes abgelehntes deponieren und bekämpfen kann. Ja? Und er bekämpft im Grunde, in dem, den er bekämpft, etwas von sich selbst. Ja. Ja, da muss ich an die Arbeiten von Ihrem ehemaligen Kollegen oder aktuellen Kollegen Herrn Pohl noch denken. Ja, Rolf Pohl hat ja genau diesen Zusammenhang von Projektion und Fremdenfeindlichkeit, Rassismus auf der einen Seite und Antisemitismus ja immer sehr hochgehoben oder sehr genau herausgearbeitet. Mhm. Und vielleicht auch das, da gibt es auch bei YouTube von der AG Politische Psychologie auch noch etliche Beiträge dazu, wenn man da... Genau. Also es gibt, Rolf Pohl hat sich wiederum sehr an den Arbeiten von Ernst Simmel zum Beispiel orientiert, dann auch die Melanie Klein in seine Arbeiten integriert, und Menschen, die bei Rolf Pohl studiert haben, haben ja dann auch... wie Jan Lohl zum Beispiel hat ja dann Gefühlserbschaften und rechte populistische Bewegungen untersucht, ne? Also gerade neue rechtsextreme Bewegungen auf dem Hintergrund solcher Zusammenhänge. Oder Sebastian Winter, der sich jetzt gerade in diesem Jahr habilitiert hat, arbeitet sehr viel zu diesen Themen. Ja. Und viele andere, ne? Markus Brunner gehört auch dazu. Und natürlich auch verschiedene Frauen. Ja? Ich habe jetzt keine Namen im Moment präsent, aber es gibt sehr viele, die zu diesem Thema auf diesem Hintergrund auch arbeiten. Und ich denke, da ist auch sehr viel noch an weiterer Forschungstätigkeit zu machen. Und kann ich alle nur ermutigen, sich auf diesem Feld zu bewegen. Gut, dann haben wir noch eine zweite Frage. Danke für den interessanten Input. Ich bin eine jüdische Shoah-Überlebende der 3. Generation und habe das Gefühl, dass meine Mutter mir sehr viel Ängste vermittelt hat, als es in Anführungsstrichen normal ist. Sehr in Bezug auf Krankheiten, Verlustängste etc. Im Kontext von Pittsburgh oder Halle habe ich jedoch das Gefühl, dass mich sowas immer mehr retraumatisiert bzw. verunsichert als sie. Wie könnte man das erklären? Ist das auch ein Forschungsfeld von Ihnen bzw. können Sie Literatur dazu empfehlen? Mhm. Mit der Literatur fange ich an. Es gibt ein sehr schönes Buch über drei Generationen von Holocaust Überlebenden, also aus der Richtung. Es hat den spannenden Titel: Jeder hat seinen eigenen Holocaust. Mhm. Ja? Und um jetzt auf Ihre Frage zu kommen, warum Sie das Gefühl haben, dass Sie selbst stärker retraumatisiert als ihre Mutter. Es kann sein, dass sie von früh auf gelernt haben, die Ängste ihrer Mutter zu containen. Und darum übernehmen sie wahrscheinlich genau das, diese Retraumatisierung an sich heranzulassen und sie in sich zu erleben, um das ihrer Mutter zu ersparen. Ja, also sie sind immer noch die Beschützerin ihrer Mutter oder in einem gewissen bildlichen Sinne die Mutter ihrer Mutter. Sie haben Sorge auch, ja, weil ihre Mutter ist die ältere Generation, ist die eigentlich die sterblichere ist. Und wenn sie sehr viel Angst haben vor Sterben, vor Verletzlichkeit, vor Krankheit, dann sind das Ängste, die sie vielleicht auch ein Stück weit von ihrer Mutter übernommen haben, um ihre Mutter zu entlasten und das zu übernehmen, weil ihre Mutter natürlich als die ältere Generation in Wahrheit die ist, die näher dran ist, aber es vielleicht sehr schwer erträgt. Oder vielleicht ist es auch ihre Gewohnheit, ihre fantasierte, das, was sie früher aufgenommen haben, dass ihre Mutter das nicht aushalten könnte und sie sich darum sozusagen die Angst von zwei Menschen auf sich nehmen, ja? Ihre eigene und die ihrer Mutter. Und vielleicht wäre es da hilfreich, ich weiß nicht, ob sie das mit ihrer Mutter sich trauen anzusprechen. Wenn nicht, würde ich Ihnen dringend raten, das vielleicht mal in einem therapeutischen Prozess sich nochmal anzueignen und zu gucken, wo können Sie eine Trennung vollziehen. Und ja, dass Sie sich ein Stück weit separieren von den Ängsten, die Ihre Mutter hat. Die ist ein erwachsener Mensch und ich denke, die kann sicherlich auch einen Teil der Ängste wieder auf sich selbst nehmen und Sie davon entlasten. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Okay, dann genau, können wir ja noch kurz warten, falls noch jemand eine Frage stellen möchte, wird das gerne noch tun. Ja. Ich bin noch bei der letzten Frage so ein bisschen. Ja, in welchem Sinne? Nee, wir können ja uns gern auch unterhalten, bis vielleicht nochmal eine Frage kommt. Ja. Nee, noch einmal so gedanklich tatsächlich. Also so, ja. So gerade diese Prozesse, dass Kinder quasi für die Eltern einspringen, finde ich jetzt auch einmal vor meinem persönlichen Hintergrund, irgendwann vielleicht mal als Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten zu arbeiten. Interessant, wie man da nochmal auch mit anderen Vergangenheiten und anderen Personen, obwohl man in der 1:1-Situation mit dem Kind sitzt, so konfrontiert wird. Einfach. Ja, ich denke, dass gerade auch Kinder- und Jugend Analytiker oder überhaupt Therapeuten, aber Analytiker, wie gesagt, wiederum eben stärker sensibilisiert für diese unbewussten Anteile. Man tut ja als Therapeut auch so etwas, dass man vielleicht stellvertretend, gerade bei einem Kind, für dieses sich erst einmal auch als Container zur Verfügung stellt. Ja? Und das Kind viel von seinen Ängsten, aber auch von seinen Aggressionen im anderen deponieren kann. Ja? Also am spannendsten ist immer der Prozess, wenn ein Kind sich traut, seinen Therapeuten oder seine Therapeutin wütend zu machen, ja, oder in Angst oder Panik zu versetzen. Und dann kommt der spannende Prozess, zu schauen, wie kann ich, erstmal, dass das Kind natürlich auch ein Stück weit spürt, wie verlässlich ist diese Person, ja? Wie viel kann ich ihr zumuten? Es ist ja oft so, dass das Kind Symptome entwickelt. Kinder sind ja eigentlich immer Symptomträger der Konflikte ihrer Eltern. Das habe ich zum Beispiel, als ich noch im Winnicott-Institut war, immer wieder auch in Lehrveranstaltungen mal gesagt. Und die sind natürlich unglaublich dankbar dafür, wenn sie so etwas wie einen anderen Erwachsenen finden, der besser aushält als die eigenen Eltern, etwas Bestimmtes mit dem Kind zu teilen, seine Aggression, seine Ängste oder die eigenen Ängste und Aggressionen bei sich behalten kann und nicht in das Kind verschiebt. Ja? Und so entsteht eigentlich deshalb ist auch die Elternarbeit in der Kinderanalyse so wichtig, es entsteht ja eine Triangulierung, in der eigentlich die Ängste und Konflikte, die die Eltern zum Teil in das Kind verlagert haben, dass sie aufnimmt und reinszeniert, dann an den Therapeuten gegeben werden kann, der sie mit dem Kind durcharbeiten kann und gleichzeitig auf einer parallelen Ebene dadurch ja auch etwas erfährt, was mit den Eltern los ist und mit den Eltern darüber ja auch spricht und ihnen ja dann auch beisteht. Und meistens ist das ja dann auch sehr hilfreich. Manchmal brauchen Eltern natürlich auch dann selber nochmal einen therapeutische Unterstützung, die sie sich dann bei einem erwachsenen Analytiker oder Analytikerin holen können und auf die Weise dann auch eine deutliche Symptomentlastung dann beim Kind, auftauchendes Kind. Kinder, die so einen Prozess durchlaufen haben, fühlen sich plötzlich wie befreit von etwas. Ja? Und sie merken dann auch, und das ist vielleicht auch nochmal eine Antwort auf das, wie teilen sich solche Übertragungsgeschehen mit. Es ist fast immer so, dass die Nachkommen das Gefühl haben, da ist irgendwas in mir, das kann ich mir aber gar nicht erklären. Das fühlt sich wie fremd an. Das ist eigentlich wie ein Fremdkörper. Deshalb sprechen wir auch von Introjekten. Es sind keine Identifikationen. Die Identifikation nimmt ein Kind vor aus Liebe. Ja? Das ist das, was Freud sehr schön mit dem Ödipus-Komplex beschreibt. Da ist das... Da macht er das ja erstmal am männlichen Kind fest. Der Junge, der eifersüchtig ist auf den Vater und der soll weg sein. Und dann... Im Normalfall, wenn das jetzt nicht eine belastete Beziehung ist, entdeckt der Junge dann aber auch, dass er den Papa aber auch braucht und lieb hat. Ja? Und dann sagt er sich, dann will ich mal werden wie der Papa. Ja? Und sagt dann so, Mama, wenn ich groß bin, dann heirate ich dich oder jemand. Ja? Also er hat noch keine andere Vorstellung. Aber auf jeden Fall kommt es dann durch Liebe zur Identifikation und zur Übernahme. Ja? Während Introjekte fühlen sich immer wie Fremdkörper an. Und das ist ein ganz typisches Element, wenn jemand das Gefühl hat, ich bin immer so traurig, aber ich kann mich überhaupt nicht mir erklären, warum, oder ich fühle mich so schuldig und so beschämt und so beschmutzt und so wertlos, woher kommt das? Dann gibt es sicherlich auch Antworten, wo es bestimmte Interaktionen gibt, also wo die Eltern vielleicht das Kind auch ein Stück weit entwertet haben oder auf es nicht richtig reagieren konnten. Dann kann man sich die Traurigkeit erstmal auch so erklären. Ja? Deshalb haben auch früher, als wir diese Transgenerationalität noch nicht so berücksichtigt haben, waren ja Kindertherapien trotzdem erfolgreich, weil immer ist auch ein Teil davon reale Beziehung. Ja? Aber es ist eine reale Beziehung, die sich hergestellt hat, auf dem Hintergrund dessen, was die Eltern selbst erfahren haben. Und insofern etwas von ihrer eigenen Geschichte weitergeben an das Kind. Und da taucht dann eben auch dieses Fremdgefühl auf. Wollen Sie noch mal schauen, ob da noch... Ja, da konnten wir, glaube ich, alle offenen Fragen nach dem Vortrag schon beantworten. Wunderbar. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel übrig, ja, als Ihnen für diesen spannenden Vortrag zu danken. Ja, ich glaube, das ist jetzt ja kein Thema, womit man ihn jetzt schnell abschließt. Ich glaube, das sind einfach noch mal Sachen, ne, die jetzt noch so ein bisschen nachwirken. Es sind in der Regel Dinge, mit denen man sich dann erst noch mal am besten für sich allein auch auseinandersetzt oder im Gespräch mit Menschen, denen man vertraut ist, vor allem. Was ich immer wieder erlebe, dass man dann doch unter Umständen plötzlich etwas entdeckt, wo man selbst auch persönlich betroffen ist. Das nicht wegzuschieben, sondern sich dafür Zeit zu nehmen, vielleicht auch mal einen Spaziergang zu machen. Ja? Also Forschung ist wichtig, aber Selbsterforschung gehört auch dazu und die funktioniert nicht nur über den Kopf. Ja? Also Selbsterforschung ist immer, und das ist ja auch ein Teil eben gerade des psychoanalytischen Zugangs, ist immer Erforschung der eigenen Gefühls- und Gedankens- und Empfindungswelt. Ja? Und auch der Beziehungswelten. Ja? Wie beziehe ich mich auf andere Menschen? Welche Anteile von mir vertraue ich anderen an oder nicht? Und welche kann ich, warum nicht anvertrauen und so weiter. Also da auch ein Stück weit in sich zu gehen, sich das zuzugestehen. Ein Stück weit, da liebe ich den Begriff von Bion, ja? So ein bisschen der Reverie, dem Träumen sich zu überlassen, zu sein, einem in sich hineinblicken und schauen, was kommt da jetzt eigentlich in mir hoch? Ja? Und das ist eine der produktivsten Formen, sich gerade mit solchen schwierigen Themen, auch wenn wir darüber forschen, wenn wir an Texte uns heranwagen, zu gucken, was taucht da in mir auf. Denn das sind dann auch, wenn wir es mit Texten zu tun haben und nicht mit der eigenen Geschichte, sind das dann häufig Gegenübertragungsreaktionen. Ja? Und wir Menschen sind ja, und das ist jetzt eine sehr allgemeine psychologische Aussage, wir sind ja nun mal dazu in der Lage, Fantasie zu entwickeln. Das merken wir daran, wenn wir irgendein Buch, ein Roman oder sonst etwas lesen, entsteht automatisch in unserem Kopf ein Film, den wir produzieren. Ja? Wir merken es gar nicht, sondern wir lesen das Buch so, als ob es ein Film wäre. Das ist unsere eigene kreative Produktion, die wir während des Lesens vollbringen. Und so vollbringen wir auch, während Menschen uns Geschichten erzählen oder während wir vielleicht ein Interview hören oder einen Interviewtext lesen. Wir setzen es um in Bilder. Ja? Und diese Bilder sich genauer anzuschauen und zu schauen, wie produziere ich das eigentlich? Und was kommt da von mir selbst hinein? Ja? Das ist ein sehr wichtiger Vorgang. Also das sind die Vorgänge, durch die wir überhaupt in der Lage sind, uns gegenseitig als Menschen zu verständigen und zu verstehen und Empathie zu entwickeln. Okay. Ja, dann... It's my pleasure, sagt man in England. Ich danke Ihnen für die Einladung und ich wünsche diesem Projekt, dass es gut weiter vorangeht. Und wenn jemand noch Nachfragen hat, Sie können mich natürlich auch auf meiner Uni, ich bin ja noch an der Uni weiterhin, die Uni-E-Mail-Adresse, die an der Hochschule gilt nur noch bis Ende Februar, dann bin ich dort nicht mehr. Also nehmen Sie lieber, die heißt, ich kann es ja nochmal sagen, a.more, wie das englische more, für Moré, @sozpsy.uni-hannover.de. Ja, okay.